Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lost Ark hier auf meinem Kanal. Level 50 und was nun? Das werden sich wahrscheinlich relativ viele von euch fragen. Und auch in meinen Livestreams kam schon öfter mal die Frage auf, was man dann machen könnte oder machen sollte oder was ich eben mache. Und da habe ich mir gedacht, bringe ich für euch mal eine kleine Videotippreihe auf den Weg. Versucht die Folgen so kurz und informativ wie möglich zu halten. Das kennt ihr ja schon. Und in der ersten Folge heute, da wollen wir uns mal die Chaos Dungeons anschauen und auch die Wächter Raids. Wobei für mich der Fokus so ein bisschen auf den Chaos Dungeons liegt. Da ist es nämlich ganz, ganz wichtig, dass ihr auf jeden Fall am Tag zweimal die Chaos Dungeons abläuft. Hat ganz einfach den Hintergrund, dass ihr da natürlich Upgrade-Material bekommt. Und dieses Material benötigt ihr, um euer Gear zu upgraden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, denn wenn ihr zum Beispiel neue Kontinente besuchen wollt oder auch die Story weiterspielen wollt, dann kommt ihr ab und zu an Punkte, wo ein gewisses Gear benötigt wird, beziehungsweise ein gewisser Gear-Score. Und da ist es eben ganz, ganz wichtig, dass ihr ausreichend Upgrade-Material habt. Ich werde euch das jetzt mal zeigen, was ich damit meine. Wir machen einfach mal so einen Chaos Dungeon auf und dann können wir sehen, haben wir hier unten diese Aura der Resonanz. Da steht eine 100. Pro Run nutzen wir hier 50 von dieser Aura der Resonanz. Das bedeutet, wir können also zweimal laufen, bevor diese Aura aufgebraucht ist. Und in diesen ersten beiden Runs täglich ist es halt so, dass ihr zum Beispiel hier die Zerstörungssteinfragmente bekommt oder auch die Wächtersteinfragmente. Und die sind eben ganz, ganz wichtig, um eben hier zum Beispiel Rüstung aufzuwerten oder diese Zerstörungssteinfragmente braucht man, um auch die Waffen in den Stufen zu upgraden. Und die bekommt ihr eben nur in den ersten beiden Runs, solange diese Aura der Resonanz aktiv ist. Ihr könnt natürlich auch weiter, ja, diese Chaos Dungeons ablaufen, bekommt dann aber nur noch als Belohnung diese Wahrnehmungsfragmente und eben nicht mehr diese Wächtersteinfragmente oder Zerstörungssteinfragmente oder auch Gear. Auch das bekommt ihr nur in den ersten beiden Runs. Man kann natürlich die Wahrnehmungsfragmente nutzen, um diese umzuwandeln, um dann wieder an andere Upgrade-Materialien zu kommen. Allerdings ist es so, dass man da relativ viel von braucht, sodass es eben ganz, ganz wichtig ist, dass man täglich diese beiden Runs macht, solange die Aura der Resonanz hier aktiv ist, um eben ja die maximalen Aufwertungsmaterialien zu bekommen. Das ist Punkt 1, den ihr euch zunutze machen solltet. Punkt 2 sind die sogenannten Wächter-Raids. Auch die solltet ihr natürlich täglich spielen, so oft wie ihr das irgendwie könnt. Auch da bekommt ihr natürlich Upgrade-Materialien, wenn ihr die Bosse besiegt. Und bei den Wächter-Raids ist es so, dass man die natürlich auch zum Teil alleine spielen kann, wenn man ein gewisses Gear-Score hat. Da braucht man nicht immer unbedingt zwangsläufig eine Gruppe. Ihr konntet das ja anhand meiner letzten Livestreams sehen. Auch da habe ich zwei oder drei Bosse ganz allein gelegt. Dauert natürlich etwas länger, als wenn man das in der Gruppe macht. Aber wie gesagt, ihr könnt eben auch diese Wächter-Raids alleine spielen, wenn ihr keine Gruppe findet. Und auch da solltet ihr auf jeden Fall täglich reinschauen, um eben die maximalen Belohnungen abzugreifen. Aber wie gesagt, der Fokus in diesem Video für diesen Tipp hier lag auf dem Chaos Dungeon mit dieser Besonderheit Aura der Resonanz. Wenn ich jetzt bezüglich dieser beiden Geschichten etwas vergessen habe, dann bitte ich euch natürlich gern, das mal in den Kommentaren zu ergänzen. Würde ich mich freuen, wenn ihr mal da ein bisschen Feedback gebt. Und dann hoffe ich, dass euch dieser erste kleine Tipp hier gefallen hat. Wenn ja, dann freue ich mich, wenn ihr für dieses Video den Daumen nach oben drückt. Und wenn ihr Bock habt, dann abonniert einfach mal gern diesen Kanal hier. Aktiviert die Glocke dazu, denn dann bekommt ihr nämlich immer eine Benachrichtigung, sobald hier ein neues Video online geht. Denn ich werde natürlich auch in Zukunft Lost Ark weiter unterstützen. Mit Tipps und Tricks, mit Guides, mit Builds, genauso wenn neue Inhalte kommen. Und da würde ich mich einfach freuen, wenn ihr immer wieder regelmäßig in die Videos reinschaut oder auch in meine Livestreams. Und jetzt sage ich erstmal wieder danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.